E adesso la rappresentante della Repubblica di Corea. Next to skate, representing the Republic of Korea, Min Jung Kwak. Für Korea, jetzt auf dem Eis, Min Jung Kwak. Gerade mal 16 Jahre alt. Belegte einen hervorragenden 13. Platz bei den Winterspielen in Vancouver, bei ihrer olympischen Premiere. Dies ihr erster Auftritt bei einer Weltmeisterschaft in der Meisterklasse. 22. war sie im vergangenen Jahr bei den Junioren-Weltmeisterschaften. So, auch sie geht gleich zu Beginn ans Eingemachte, will den Lutz dreifach springen, dann Doppeltolum und Doppelrittberger. Das ist sehr nah an der Bande. Aber sie kriegt die Kurve, geht dahin zurück, wo sie hergekommen ist und macht den Tolum doppelt dran. Für den Rittberger war es dann doch zu langsam. Die beiden nächsten Schwierigkeiten werden jetzt erstmal der dreifache Flip sein und danach ein dreifacher Rittberger. Rittberger jetzt. Damit sind wir jetzt im Mittelteil der Kür, in der sie zu bekannten Melodien läuft, aus dem Musical Le Misérable von Claude-Michel Schönberg. Sogar noch auf einem Bein. Da lacht selbst Brian Orser an der Bande. Landung auf Vorwärts habe ich, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr gesehen. Bielmann Pirouette. Aus dem Stand nahezu ein Doppelachsel. Letzten 20 Sekunden in dieser Kür jetzt. Prima, mutig, erfrischend, unbekümmert, Min Jung Kwak, 16 Jahre erst alt, aus Südkorea, aus Seoul, die wie gesagt einen respektablen 13. Platz bei den Winterspielen in Vancouver holte und die hier
überhaupt nicht aufsteckte. Und ich glaube, woran Brian Orser als nächstes arbeiten wird, ist an der Raumaufteilung dieses Kürprogramms. Wir haben doch festgestellt, dass sie kaum einmal in der Mitte gelaufen ist, sondern gerade die großen Schwierigkeiten fast immer ganz nah an die Bande gebracht hat. Aber ich weiß das von den Trainern, die können sich da den Mund fusselig reden. Man wartet gerade bei einem dreifachen Lutz oder bei einem dreifachen Flip, wenn die Nerven so ein bisschen mitlaufen, immer noch ein bisschen zu lange, so nach dem Motto, ich gebe mir auch noch die nächste Sekunde, bevor ich abspringe. Und dann ist man mitunter schon zu nah an der Bande. Kann mich gut erinnern, dass Midori Ito beispielsweise mal bei einer Weltmeisterschaft sogar über die Bande hinausgesprungen ist. Allerdings dort, wo der Zimmermann ein Loch für den Schwenkbereich der Kamera hineingesägt hat. Da war sie dann hinter dem Kameramann, hat sich kurz entschuldigt und ist wieder raus auf die Eisbahn. In München war das 1991. Damals Midori Ito, die später auch nochmal Weltmeisterin wurde. Da schauen Sie mal ganz nah an die Bande ran, bedrohlich nah. Und da läuft sie dann, das ist im Prinzip auch der einzige Ausweg, auf direktem Wege wieder zurück. Und das ist vorbildlich. Einzigartig, Bielmann-Position in der Fliegerschrittfolge. Salchow. Also wie gesagt, ein Kantensprung. Salchow ist ein Kantensprung. Rittberger ein Kantensprung. Und der Zwischenschritt mit diesem Axel und die Landung auf vorwärts. Also nach dem Reglement gibt es den Sprung überhaupt nicht. Ist egal, wird als Zwischenelement gewertet. Künstlerischer Ausdruck. Auch kaum einmal eine ganz profane Pirouette zu sehen. All diese Positionen müssen immer variiert werden. Das erhöht dann den Level, den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Elemente und bringt Punkte. Und da sind sie unnachgiebig und da gibt es die Grüße nach Hause. Ja, sie steht am Anfang ihrer Karriere. Bin sicher, wenn die Entwicklung da behutsam vorangetrieben wird und Brian Orser ist ein Mann, der das alles im Auge hat, der selbst weiß, wie schwierig es ist, die Höchstleistung zu bringen und dass man nicht alles mit der Brechstange erzielen kann. Junge Talente muss man biegen und nicht brechen. Brian Orser, zweimal Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen.